Warum redet meine Kollegin so wenig? Weshalb ist mein Freund so still? Wieso kriege ich meinen Crush nicht dazu, mit mir zu reden? Diese drei Fragen haben eines gemeinsam. Wenn du sie laut aussprichst, bekommst du in 99% der Fälle eine viel zu simple Antwort zurück. Also zumindest, wenn du das Internet oder Leute ohne Ahnung fragst. Eine Ausnahme können gute Freunde sein. Sie schaffen es vielleicht, halbwegs vernünftig zu sein und die richtige Antwort zu geben. Die lautet nämlich: Keine Ahnung, ohne mehr Kontext ist es unmöglich, diese Fragen zu beantworten. Warum manche Menschen so wenig reden, ist nicht einfach zu sagen. Jeder, der meint, es gäbe da für alle stillen Menschen eine gemeinsame Antwort, der nimmt beim Denken eine Abkürzung ins Nirgendwo. Grund Nummer 1: Schüchternheit. Vermutet wird bei wortkargen Menschen immer erst einmal, dass sie schüchtern sind. Wer in Gesellschaft nicht viel redet, der muss wohl Angst haben oder sich unwohl fühlen. Ja, das kann eine Ursache sein. Schüchterne Menschen sind viel damit beschäftigt, sich zu fragen, ob sie etwas sagen sollten oder lieber nicht. Was ist, wenn es doch nicht zum Thema passt? Kann ich meine Gedanken überhaupt so formulieren, dass sie sinnvoll klingen? Was ist, wenn jemand lacht? Die Sorge davor, nicht dazuzugehören oder etwas Falsches zu sagen, hemmt schüchterne Menschen. Wenn du an so jemanden gerätst, bitte nicht noch blöde Sprüche machen. Im letzten Teil des Videos geht es noch darum, wie man verschlossene Menschen zum Reden bringen kann. Aber eines hilft mit Sicherheit nicht. Und das ist, sich darüber lustig zu machen. Zumal Schüchternheit eben eine kleine Hemmung ist, die man überwinden kann. Richtige soziale Ängste sind da nochmal ein anderes Kaliber. Die sind meist tief verankert und haben weitreichende Folgen. Jemand macht sich in einer sozialen Situation nicht nur zu viele Gedanken. Er ist körperlich gehemmt, schwitzt vielleicht oder bekommt sogar Fluchtgedanken. Für diese Menschen ist es manchmal schon eine Überwindung, überhaupt etwas mit anderen zu unternehmen. Es geht ihnen dann besser damit, im Hintergrund zu bleiben. Aber um das klarzustellen, solange eine Person nicht sagt, dass sie unter einer Störung oder Ängsten leidet, geh bitte nicht einfach davon aus und versuch auch nicht, dein Wissen aus einem BuzzFeed-Persönlichkeitsquiz einzusetzen. Grund Nummer 2: Jemand mag dich nicht besonders. Es gibt Menschen, die generell nicht viel von sich erzählen. Und es gibt Menschen, die werden nur in deiner Gegenwart eigenartig still. Dann kann es auch sein, dass ihr einfach keine gute Kombi seid. Das geben die meisten Menschen ungern zu. Wenn sie zu jemandem keine Verbindung spüren oder jemanden nicht mögen, halten sie den Kontakt trotzdem aufrecht und machen fleißig Smalltalk. Das wird so ein bisschen von uns erwartet. Ganz besonders, wenn man in einer Gruppe unterwegs ist. Man will ja keine gesellschaftlichen Normen verletzen. Aber nicht jeder spielt das Spielchen mit. Es gibt genug Menschen, die einfach nicht mit dir reden wollen. Das fühlt sich natürlich wie eine Zurückweisung an. Aber sofern es sich da nicht um irgendeine manipulative Masche handelt, ist das auch eigentlich okay. Viele, viele Menschen sind in der Lage zu erkennen, dass sie mit jemandem keinen Vibe haben, also keine Schwingungen spüren. Dann verhalten sie sich höflich, aber eben auch nicht interessiert oder zuvorkommend. Warum auch? Wir treffen jeden Tag unzählige Menschen. Ist es da nicht eigentlich auch notwendig, mal Abstand zu denen zu halten, die uns nichts geben und denen wir auch nichts außer Smalltalk bieten können? Grund Nummer 3: Introvertiertheit. Introvertierte Menschen sprechen durchschnittlich weniger als extrovertierte Menschen. Möglicherweise redet jemand also weniger, weil er oder sie introvertiert ist. Wie erkennt man das? Gute Frage. Introvertierten wird am ehesten der Stempel schüchtern aufgedrückt. Das liegt wohl daran, dass noch eine Menge Unwissenheit in der breiten Bevölkerung vorhanden ist oder dass manche Leute sich eben die einfachste Antwort suchen und dann erwarten, dass sich alle an diese Erwartung halten. Introvertierte Menschen haben, solange sie nicht zusätzlich noch schüchtern sind, keine Angst davor, mit dir zu reden. Sie sind auch nicht nur dann ruhiger, wenn sie jemanden nicht mögen. Soziale Situationen sind für sie nicht auf die gleiche Art stimulierend wie für extrovertierte Menschen. 100 Freunde zu haben, ständig zu reden, permanent Smalltalk zu machen, diese Dinge strengen Introvertierte eher an. Können sie den ganzen Zirkus mitmachen? Klar, wenn sie wollen, können sie das. Aber die meisten Introvertierten werden hoffentlich früher oder später etwas Selbstbeobachtung betreiben und feststellen, dass sie manchmal einfach lieber still bleiben. Wenn es um ihre Lieblingsthemen geht oder jemand Rat braucht, sind Introvertierte oft zur Stelle. Dann sind sie auch gleich weniger wortkarg. Aber auf den ersten Blick können die Introvertierten einfach ruhiger wirken und das ist auch völlig okay.
Du gewinnst sie eben nicht mit Smalltalk für dich, sondern eher mit Deep Talk. Grund Nummer 4, Ursachenmischmasch. Dieses Kapitel ist der eigentliche Grund, warum das Video überhaupt existiert. Denn von außen ist es auf den ersten Blick fast unmöglich zu erkennen, warum jemand weniger spricht. Und manchmal kommt dann noch dazu, dass es auch von innen nicht so leicht ist, das herauszufinden. Damit ist gemeint, dass viele kleine Faktoren zusammenkommen können. Jemand weiß vielleicht nicht, wie er dich einschätzen soll und ist zusätzlich noch zu erschöpft von seiner Arbeit, um sich selbst trotzdem zu Smalltalk zu zwingen. Eine andere Person ist vielleicht gar nicht ruhig, leidet aber gerade unter einer Depression oder unter einer chronischen Krankheit. Aber, dass es möglicherweise schwerwiegende Probleme gibt, darf eben nicht bedeuten, dass du das immer sofort annehmen solltest. Denn wenn jemand einfach mal eine schwere Phase durchmacht und du diesem Menschen dann direkt den Stempel depressiv oder krank auf die Stirn drückst, glaub mir, dann hilfst du nicht. Manche Menschen erzählen auch einfach nicht gerne was von sich. Ganz besonders, wenn sie jemanden nicht gut kennen. Sie brauchen dann vielleicht Monate, wenn nicht sogar Jahre, um sich mit jemandem so wohl zu fühlen, dass sie mehr aus sich herauskommen wollen. Ja, Schüchternheit, Antipathie, Introvertiertheit sind die gängigsten Ursachen. Aber wenn ich dir eins mitgeben kann, dann, dass es nicht erfolgsversprechend ist, sich einfach eine Diagnose rauszusuchen und sie anderen dann zuzuordnen. Auch stille Menschen sind komplexe Persönlichkeiten, die du nicht auf den ersten Blick durchschaust. Verschlossene Menschen zum Reden bringen. Vorweg und wichtig: Du hast jedes Recht zu sagen, dass du dir nicht die Mühe machst, einen ruhigen Menschen zum Reden zu bringen. Das ist auch nicht sarkastisch gemeint. Dass das hier ein Kanal ist, der primär für introvertierte Menschen gedacht ist, heißt nicht, dass sich die Welt unseren Bedürfnissen unterwerfen muss. Die meisten Menschen, die wenig reden, sehen das auch so. Sie erwarten nicht von dir, dass du monatelang wartest, bis sie auftauen. Viele sind sogar genervt, wenn du sie zu sehr animierst. Doch es kann natürlich sein, dass du an jemanden geraten bist, der wenig redet, und du möchtest diesen Menschen gerne besser kennenlernen. Ein Kollege, eine Freundin, jemand aus deiner Familie. Findest dann auch verständlich, dass du nicht einfach das Handtuch wirfst und jemanden nicht einfach wie ein Möbelstück im Raum betrachtest, das keinen Laut von sich gibt. Also, am ehesten beginnst du damit, nicht davon auszugehen, schon alles über jemanden zu wissen, der nicht redet. Das ist nämlich nicht nur hochgradig ironisch, sondern führt leider dazu, dass du vielleicht was sagst, was die Situation schlimmer macht. Bei nahezu allen Ursachen dafür, dass jemand weniger redet, hilft es, wenn die andere Person sich wohlfühlt. Das erreichst du nicht, indem du 100 Fragen pro Minute abfeuerst oder jemanden ins Rampenlicht zehrst. Gerade in unübersichtlichen Gruppensituationen erreichst du eher etwas, wenn du eine stille Person etwas zur Seite nimmst und eine einfache, aber wichtige Frage stellst. Trägt die Person vielleicht ein Band-T-Shirt oder studiert sie? Weißt du irgendwas über ein Hobby? Menschen fühlen sich gut, wenn sie über etwas sprechen, was ihnen wichtig ist. Ein Studium, ein Hobby, ein Lieblingsverein, Musik, Filme. Irgendwas, was eben nicht das Wetter ist und auch nicht gleich das Kindheitstrauma, durch das man mit 8 Jahren seinen inneren Albert Camus entdeckt hat. Versuche dabei auch immer mal die Gründe hinter einer Meinung zu finden. Wenn jemand Marvel-Filme nicht mag, frag warum und welche Filme besser sind. Weißt du schon, was jemand studiert? Frag nach den interessantesten Kursen. Irgendwas lässt sich immer finden. Dann gibt es 2 Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, dass ihr ins Gespräch kommt. Gerade Introvertierte öffnen sich schnell, wenn ihr euch über ein interessantes Thema unterhaltet. Die Möglichkeit Nummer 2 ist, dass du zwar eine Antwort erhältst, es auch zu einem kurzen Gespräch kommt, dann aber wieder Flaute ist. Meine persönliche Meinung dazu ist, dass das manchmal auch genug sein kann. Die meisten Tipps, um jemanden zum Reden zu bringen, beziehen sich ja auf eine spezifische Situation mit einer völlig fremden Person. Meist geht's auch ums Dating. Aber ich würde mal behaupten, dass wir typischerweise jemanden etwas aus der Reserve locken wollen, den wir häufiger sehen. Kollegen und Bekannte eben. Was ist eigentlich falsch daran, sich dafür Zeit zu nehmen? Wenn ihr ein gutes Gespräch hattet, fühlt sich die Person beim nächsten Mal schon wohler mit dir. Ich finde, da hast du schon was erreicht. Menschen, die nicht viel reden, kannst du eben nicht von jetzt auf gleich zu Quasselstrippen machen. Daher ist jemanden zum Reden bringen für mich häufiger daran gekoppelt, was du nicht machen solltest, als daran, was du perfekt richtig machen kannst. Nenn jemanden nicht ängstlich, schüchtern oder prüde. Stell keine persönlichen Fragen in großer Runde. Erwarte nicht, dass du ein Anrecht auf ein Gespräch hast.
Okay, ich merke schon. Am Ende ist die Message einfach nur, dass du mit einem Grundlevel an Respekt an die Sache herangehen solltest und dann wird das im Regelfall schon. Und wenn du das versuchst, aber jemand einfach nicht reden will, dann darfst du auch wieder aufgeben. Keine Ahnung, ob die Aussage in so einem Video kontrovers ist. Aber manche Menschen leiden so stark unter sozialen Ängsten, dass nur sie allein etwas ändern können. Und andere Menschen hassen die Welt so sehr, dass sie einfach nichts mit anderen zu tun haben wollen. Es gibt Leute, die wirst du nicht zum Reden bringen können. Und das ist auch okay. Für die meisten anderen gilt, Geduld und ein Umgang auf Augenhöhe sind eine gute Kombination, um jemanden davon zu überzeugen, dass es sich lohnt, sich dir nach und nach zu öffnen.